Hallo, dieser Schläger, der Gap Wedge, ist ein ganz hilfreicher Schläger. Ich werde dir heute drei Gründe erzählen, warum ich denke, dieser Schläger wird dir helfen. Ich werde dir jetzt zeigen, was der erste Grund ist, warum der Gap Wedge in der Tasche gehört. Also Stell mir vor, ich bin ein Spieler, der nur die zwei Wedges hat, ein Pitching Wedge und ein Sand Wedge. Ich habe kein Gap Wedge in der Tasche. So, ich bin jetzt 125 Meter vom Grün. Zumindest messe ich das schnell. Ja, und das ist genau mein Pitching Wedge Entfernung. Wie du weißt, ein voller Schwung mit einem Pitching Wedge ist gar nicht schwer, wenn du genügend gespielt hast. Alles, was du tun brauchst, ist, den Ball zu treffen, und der Ball wird dann irgendwo auf dem Grün sein. Okay, so das ist kein Kunstwerk. Meine Pitchmarke repariere ich gleich. Ich lasse dich erstmal da. Ich muss jetzt nach vorne gehen und meinen zweiten Ball mit meinem Sandwich spielen. Schauen wir, von wo ich das tun muss. Außer atmen, ich musste so weit laufen. Das sind 40 Meter Unterschied gewesen. Mein Pitching Wedge schlage ich 125 und mein Sand Wedge nur 80, also 45 Meter. Das ist ein riesiger Unterschied, wenn ich nicht ein Gap Wedge hätte, mit dem ich 105 Meter im Schnitt schlage, dann hätte ich wirklich ein großes Problem. So, es kann sein, dass du weiter schlägst als ich, aber auch kürzer. So, wenn du 90 Meter oder 80 mit deinem Pitching Wedge schlägst, dann wirst du wahrscheinlich 50 oder 60 schlagen mit deinem Sandwich. Das ist auch ein großer Unterschied. Und die Lücke sollte man füllen mit dem Gap Wedge. So, das ist die zweite Situation, wo ein Gap Wedge sehr hilfreich sein kann. Ich habe noch 4 Meter bis zum Grün Anfang. Die Fahne ist ziemlich dicht an der vorderen Kante gesteckt und es ist ein kleines Plateaugrün. So, der Ball muss auf jeden Fall hoch und ziemlich schnell liegen bleiben. Was würde man normalerweise für so einen Schlag tun? Also man muss chippen. Die Lage ist gut genug und der Ball muss aber hoch. So, ich denke, viele Golfer würden ja das Sandwich nehmen. Nur das Sandwich ist theoretisch gesehen der richtige Schläger. Aber du weißt selber, der Schlag damit, vor allem wenn es Druck gibt, vor allem wenn man mit viel Gefühl das machen muss, dann ist es schwierig, mit dem Schläger zu spielen. Mit dem Sandwich ist es ziemlich leicht, dass die vordere Kante ein bisschen hängen bleibt. Man kann es natürlich gut schaffen. Ich mache zum Beispiel sehr viel mit dem Sandwich. Aber auf jeden Fall ist dieser Gap Wedge eine super Alternative. Vor allem, wenn du noch nicht so ganz sicher mit dem Sandwich bist, ums Grün herum. So, ich werde diesen Schlag machen mit meinem Gap Wedge. Ich werde in ganz ruhige Hände kleinen Chip tun, ganz weich. Mein Landepunkt ist Anfang Grün. So, ich denke, dass ich eine gute Chance habe, diesen Putt zu lochen. So, es ist der Loft vom Gap Wedge. Das ist jetzt 52 Grad in meinem Fall statt 58 Grad. Und diese 6 Grad macht den Schlag einfach viel, viel einfacher. Der Ball wird trotzdem hoch genug fliegen, weil 52 Grad ziemlich viel Loft ist. Aber es ist wirklich nicht so eine Herausforderung wie mit dem Sandwich. Der Gap Wedge hilft auch sehr bei den halben Schwüngen.
Also man hat die drei Entfernungen mit Sand Wedge, Gap Wedge und Pitching Wedge, wenn man einen vollen Schwung macht. Sagen wir, Sand Wedge ist dann 70, Gap Wedge 80 und Pitching Wedge 90 zum Beispiel. Aber dann gibt es diese Halbschwung-Entfernungen, 40, 50, 60 Meter, die wirklich eine richtige Herausforderung sind. So, was ich meinen Schülern immer beibringe, ich sage ihnen, dass sie das Gefühl haben sollten, dass der Arm, der linke Arm, genau parallel zum Boden ist. Das ist dann das Ende des Rückschwunges. Und dann sollten sie eine ganz gemütliche Geschwindigkeit verwenden, also keine volle Schwunggeschwindigkeit. Und das müssen sie für sich entscheiden. Und das könnte dann ungefähr so aussehen. Und wenn sie das tun und genügend trainieren und dann zum Beispiel mit dem Sandwich spielen, haben sie eine bestimmte Entfernung. Bei mir ist diese Position, das bedeutet 40 Meter bei diesem ruhigen halben Schwung. Das ist für mich mein Halbschwung-Entfernung. So, da hätte ich, wenn ich ein Gap Wedge auch verwenden würde, drei extra Halbschwung-Entfernungen für Sand Wedge, Gap Wedge und Pitching Wedge. So, ich habe schon gesagt, mein Sand Wedge bringt mir 40 Meter mit dieser Bewegung und mein Gap Wedge bringt mir genau 50 Meter. Ganz gemütlicher Schwung. Und ich weiß, dass dieser Ball circa 50 Meter fliegen wird. So, ich schlage stark vor, dass du das auch so tust, wenn du deinen Gap Wedge gekauft hast, weil dann hättest du insgesamt sechs Entfernungen ins Grün für die Annäherung aufs Grün mit den Wedges. Das hilft. So, ich hoffe, dass ich dich überzeugt habe, diesen wichtigen Schläger zu kaufen. Aber bevor du Geld ausgibst für einen neuen Gap Wedge, musst du bitte Folgendes wissen. Schau als erstes, wie lang dein Pitching Wedge ist und dein Sand Wedge ist. Der Pitching Wedge ist hoffentlich länger als als der Sand Wedge. Und dann muss natürlich der Gap Wedge genau dazwischen liegen von der Länge her. Das ist okay, wenn Gap Wedge und Sand Wedge eine ähnliche Länge haben. Aber ich habe oft gesehen, wie ein Sand Wedge länger ist als ein Gap Wedge oder dass der Gap Wedge länger ist als das Pitching Wedge. So, geh bitte mit diesen zwei, mit Sand Wedge und Pitching Wedge zum Laden und vergleich. Und die im Laden werden es sehr leicht und schnell kürzen lassen. Ich denke nicht, dass es was kostet. Dann zweitens, wichtig, der Loft steht meistens auf dem Schläger, nicht immer. Du musst gucken, dass der Loft deines Gap Wedges genau zwischen des Lofts von deinem Pitching Wedge und Sand Wedge liegt. Zum Beispiel, wenn dein Sand Wedge einen Loft von 56 Grad hat und dein Pitching Wedge 48 Grad, das muss man oft im Internet herausfinden. Das sind genau 8 Grad, dann 4 Grad wäre in der Mitte, dann bräuchtest du ein Gap Wedge mit 52. Bei mir ist es so, mein Sand Wedge hat 58 und mein Pitching Wedge hat 46 und deswegen habe ich einen 52 Grad Loftschläger gekauft. Dann der Leihwinkel. Wenn du im Laden bist, nimm bitte deinen Stand ein und dann musst du schauen, beim Schläger aufsetzen, ob die Sohle des Schlägers genau flach auf dem Boden liegt. Wenn die Spitze nach oben zeigt, dann ist dieser Leihwinkel zu aufrecht und du glaubst nicht, was für eine Auswirkung das hat auf die Startrichtung des Balles. Wenn die Spitze nach oben zeigt, fliegt der Ball ganz sicher erstmal nach links. Es kann aber auch sein, dass die Ferse ein bisschen in der Luft ist. Dann ist ist der Leihwinkel zu flach und Bälle werden dann rechts starten. So, wenn das nicht stimmt, das ist ein bisschen schwierig, weil die Schläge, die man im Laden kauft, sind meistens alle ein Leihwinkel. Dann würde ich wirklich vorschlagen, und es lohnt sich,
dich mit diesem Schläger fitten zu lassen, dass der Leihwinkel stimmt, dass die Schaftlänge, da kann der Fitter alles für dich tun. So, das war alles zum Gap Wedge. Das ist wirklich für dich der nächste Schritt, mehr Grüns zu treffen und ums Grün herum noch sicherer zu sein.